Die höchste Stufe der Schleiftechnik, die Meister Fährekampf beherrscht, ist das Blauplisten. Mit dieser Technik erhalten die Messer den vollkommenen Schliff. Mit den Blaupliestscheiben und dem aufs Leder aufgetragenen Naxos-Schmirgel bekommen die Messer eine Vergütung, die sie besonders scharf und haltbar macht. Das Blaupliesten verschließt die Oberfläche des Stahls und lässt sie blau schimmern. Durch diese Glättung des Materials ist der Verschleiß des Messers geringer. Wasser und Säuren können den Stahl nicht so angreifen. Mit diesem Polieren auf höchster Stufe wird das Messer natürlich auch noch um einen Hauch dünner, elastischer, was die Klinge noch zusätzlich schärft. Nur noch zwei Meister beherrschen überhaupt dieses Blaupliesten. Diese hohlgebogene, äußerst scharf gepliestete Klinge ist ideal zum Schälen von Gemüse, Kartoffeln und Obst. Ja, das sind die berühmten Kortenbutter. Bratwurst, Zwiebel. Und das stärkt die Schleifer. Wenn sich ein Messer im Lauf der Jahrzehnte im Gebrauch so abgeschliffen hat, so hat es seine Schärfe dennoch behalten. Es ist immer noch schärfer als die meisten Edelstahlmesser nach ein paar Wochen. So wie es aussieht, auch ein Beweis seiner Wertschätzung. Ein alter Tarifvertrag von 1951. Das Verzeichnis der Grundpreise für das Schleifen von Messern in Heimarbeit für die Stadt Solingen. Wurst, Speck und Kochmesser. Jawohl, da haben wir sie. Und dieser Vertrag zwischen Heimarbeitern und den Manufakturen ist bis heute noch gültig. Er schreibt die Preisbasis für 100 Stück geschliffene Messer vor. Breite mit Kropf, Zonenbreite mit Kropf, blau. 8 Zoll, 37,75. Da kommen wir schon der Sache näher. 37,75 plus... Für das Kochmesser schlägt der Meister einen Teuerungsaufschlag von heute 1081% auf, um auf seinen Lohn zu kommen. Der wird jedes Jahr von den Heimarbeitern mit den Messermanufakturen neu ausgehandelt. 90. Jo, das geht. So kann man so viel machen. So kann man so viel machen. Ja, ich glaube, als Langmesserschleifer bin ich der Letzte in Solingen, der die Arbeit so macht, wie ich das mache, vom Rohling bis zur fertigen Klinge, alles herstellen. Das ist wohl, in Solingen bin ich wohl der Letzte, obwohl früher Tausende waren Heimarbeiter. Und im Laufe der Jahre hat sich das alles geändert. Durch die Automatisation und... Aber ich mache dann noch eine Zeit und dann ist für mich dann die Rente da. Seit 1922 fertigen Schleifer und Blaupliester wie er diesen Typ von Kochmessern für die Manufakturen. Es ist mit schmalem Kropf aus einem Stück Kohlenstoffstahl geschmiedet. Bereits dünn geschliffen und wird nun mit Naxos-Schmirgel vorgepliestet. Wieder gilt es, über der Scheibe so zu pliesten, dass sich der hochgezogene bauchige Schliffwinkel des Solinger Dünnschliffs herausbildet. Die Werkstatt hat Meister Fährekampf über viele Jahre ganz so, wie er es braucht, ausgestattet. Die Maschinen für seine Arbeit zum Teil selbst zugerichtet. Jetzt poliert er den Rücken des Kochmessers. Rückenmarken, wie die Solinger Schleifer es von jeher nennen. Die Messer zieht man über ein im Kreis laufendes Schleifband. Auch der Kropf des Messers wird noch herausgearbeitet.
Feines Gespür und Formgefühl ist notwendig, um den Stahl in die gewünschte Form zu bringen. Naxos Schmirgel in feinster Körnung, nun für das Blaupliesten des Kochmessers. Die geschmiedeten Rohlinge hat der Meister nun schon viermal in die Hand genommen, bevor sie blau gepliestet werden. Meister Fährekampf zieht das Messer so über die Pliestscheibe, dass auch feinste Riefen und Schleifspuren geglättet werden. Durch dieses Polieren bekommen auch die großen Klingen die besondere Schärfe und jenen blauen Schimmer, der dieser Arbeit den Namen gibt. Bevor es das Blaupliesten gab, setzte der Rost den Messern zu, bis man entdeckte, dass durch immer feineres Pliesten die Oberfläche der Klinge keine Rostansatzpunkte mehr bietet. So entsteht eine Vergütung, die Messer länger brauchbar hält. Deshalb galten blau gepliestete Messer auch als nahezu rostfrei, bevor es Edelstahlmesser gab, bei denen aber wiederum eine solche Schärfe nicht herzubringen ist. Diese Klingen zeigen bei der Nagelprobe die kleine Welle an der Schneide, die für dünn geschliffene Messer aus Solingen typisch ist. Die Leute, die früher nach dem Wasserrad mussten, und dann haben sie einen Korten gebaut, und als der Strom kam, hatten hinterm Haus einen Korten mit Strom. Aber die jungen Leute heute, die die Arbeit nicht mehr machen wollen, oder aufgrund der Automatisierung, sind die Korten alle in Wohnungen umgebaut worden oder Partyräume oder was weiß ich. Aber den Korten zu kriegen, ist dann schon schwierig. Ja, ich habe das vor einigen Jahren schon wieder mitgemacht und war froh, dass ich hier landen konnte. Das ist natürlich ein altes Gebäude. Aber für meine Zwecke zum Arbeiten reichte das. Und nun wird das halt eben abgerissen und ich muss eben weichen. Ich muss den Schmirgel, den ich mit Öl vermischt habe, den muss ich auf die Klinge bringen zum Bearbeiten. Und dann ist der sehr anhaftend. Und dann muss ich die Klinge in Reinigungsbenzin stellen, damit sich der Schmirgel mit dem Öl löst. Und um die Klinge sauber zu kriegen, muss ich sie in Sechmehl wälzen. Der letzte Rest ist Wiener Kalk, um alle Fette, die auf der Klinge haften, zu entfernen. Mahlzeit! Mahlzeit! So, Freund Ecker, ja. Da hast du was zu tun. Ich habe die Arbeit getan. Sehr schön. Jetzt bist du dran. Tschö. Dieter Ecker ist der Reidermeister in der Messermanufaktur. Reiden heißt, dem Heft der Stahlklinge Holzgriffe zu geben. Zugeschnittene Schalen aus Kirschholz werden gebohrt, wo die Stiftnieten die Kirschholzstücke mit dem Klingenschaft verbinden. Die Hölzer sind mit Kalk und Wasser mehrere Wochen vollständig durchgebeizt, um sie haltbar zu machen. Wie das Schleifen und Pliesten ist das Reiden ein alter Handwerksberuf und war schon immer eine eigenständige Arbeit bei der Messerherstellung. Die Griffschalen aus Kirschholz sind zunächst noch nicht bündig. Wichtig ist, dass die Nieten mit dem Niethammer ohne Verkantung eingeschlagen werden. Der Reidermeister verwendet Messingnieten. Sie sind nicht nur ansehnlicher, sondern auch formstabiler. Meister Fährekampf beginnt nun mit der Endfertigung des Kochmessers. Zunächst schleift er den Kirschholzgriff auf den gleichen Umriss des Klingenheftes herunter und versäubert ihn. Schuren nennen das die Solinger Blaupliester. Eine Holzscheibe mit weichen Flachslappen dient dazu, das Kochmesser auf Hochglanz zu bringen.
Die Politur gelingt ihm mit einer geheimnisvollen Paste aus gemahlenem Bimsstein, schwarzer Seife und Rüböl. Ausmachen, sagen die Schleifer und Reiter dazu. Um den Griff noch geschmeidiger zu machen, kommt etwas Fett in die rotierenden Flachslappen. Kirschholz eignet sich besonders, weil es notwendige Härte und große Geschmeidigkeit bei der Verarbeitung aufweist. Die eingearbeitete Paste schützt das Messer vor zukünftiger Beanspruchung. Durch die jetzt geschützten Poren kann das Holz weiter atmen und bleibt griffiger als bei Versiegelung. Meister Fährekampf ist zufrieden mit seiner Arbeit. Das ist für mich schon ein Schlag, hier rauszugehen. Naja, einmal muss man natürlich in Rente gehen. Und wenn man das Alter hat, dann soll man das auch tun. Und das ist nur so bei mir, ich habe da noch so ein paar Lehrlinge, die müssen noch ein bisschen lernen. Und dann mache ich mit der Windmühle weiter. Den bringe ich dann noch so ein bisschen bei, dass sie hinterher können, dass die Firma auch weiter existieren kann durch Qualität. Denn Qualität ist heute das, was auf dem Markt hier verlangt wird. Der Dünnschliff ist bei der Windmühle immer noch gefordert und gefragt. Mir tut das schon leid. Jetzt hat es ein Ende. Die Werkstatt muss einem Büroneubau weichen. Das bedeutet für Meister Fährekampf Abschied und Neubeginn zugleich. Sein neues Zuhause findet er in den Räumen der Messermanufaktur Robert Herder als selbstständiger Handwerker. Auch wenn er diesen vertrauten Ort verlassen muss, nimmt er doch die alten für ihn so wertvollen Maschinen mit. Seine Erfahrungen und Fertigkeiten, besonders um den Solinger Dünnschliff und das Blaupliesten, will er an die jungen Schleifer noch 2, vielleicht 3 Jahre lang weitergeben. Nach nunmehr 30 Jahren werden wieder junge Schleifer und Pliester zur Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer zugelassen. Der Beruf war nahezu ausgestorben. Für Meister Fährekampf ist es eine Genugtuung, dass solche Handwerksqualität wieder gefragt ist. Hast du den Zug gleichmäßig draufgebracht, siehst du das? Und so wollen wir die blauen Messer haben. Die müssen langsam drüber gezogen werden, die Klinge muss schön langsam bearbeitet werden. So ist Qualität, so wollen wir es haben. Jedes dieser Messer ist insgesamt 68 Mal von den Blaupliestern und den Reidern in die Hand genommen worden. Ausdauer, Geduld und auch Liebe zum Detail lassen schöne Formen für sinnvolle Funktionen entstehen. Ganz nach dem Leitspruch des Gründers Robert Herder: dünn, derb, nagelgehend, haarscharf auf der Warte. So müssen Messer sein.